Ja, hallo meine lieben Waldemars-Süchtigen. Ja, wir spielen das gleichnamige Spiel. Meine lieben Soul-Systembewohner, keine Panik, alles ganz normal. Kanal Ben Cake 28, es geht weiter. So, Kapitel 4 von 5. Und es hat ein paar Tage gedauert, seitdem ich das letzte Mal aufnehmen konnte. Das war ja an einem Nachmittag, aber ich kann mich zumindest noch an das ein oder andere erinnern. Ich muss nur mal gucken, Ella, Rabby und Eki sind hier unterwegs und wollen dieses Teil hier scouten. Ich muss jetzt echt clever agieren. Wir haben jetzt gleich die Incursion. Wir wissen nicht, wo sie hinkommt. Und da wollen wir doch einmal sehen, was sie macht. Da ist sie. Okay. Hä? Eine Trixel-Incursion? Okay. Und die geht wo lang? Die geht hier lang. Und die braucht hier hin? 44 Tage. Und wenn ich jetzt hier hingehen würde. Oder wartet mal. Gerda? Dann schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig hier hinzukommen. Wir können es maximal hierhin rechtzeitig schaffen. Dann würden wir Ramtwell Ottery verlieren. Prepare Defense. Tier 3 Defenses. Es ist halt, wie es ist, Leute. Ich kann es nicht ändern. Dann. Ärgerlich. Die kommt mit ordentlich Rums, ne? Die kommt mit Size 6, Strength 14. Das ist schon heftig. Puff. So, wir haben das hier jetzt aufgedeckt, können aber nicht gegen die Deepest kämpfen, weil wir nicht genug Leute sind. Wir müssen uns sammeln. Wir müssen uns sammeln. Das geht so nicht weiter. Wir müssen uns sammeln und das wäre am besten, glaube ich, hier. Ja, ich kann es nicht ändern, Spiel. Jetzt zerstören sie Ramble Ottery und greifen uns jetzt gleich an. Tier 3 Defenses sind gebaut. Die Incursion geht dort, dort und dort lang. Ich lasse es. Wir wissen ja gar nicht, wie lange die brauchen, um da drunter zu kommen. Okay. Ich habe nicht genug Legacy Points. Gut, alles klar. Dann haut drauf. Spiel. Dankeschön. Okay. Dann machen wir das anders. Ich repaire das direkt. Okay, was passiert hier eigentlich? Okay, die werden zerstört. Ich heißt, ich muss gar nicht gegen die hier kämpfen. Okay, gut zu wissen. Ich überlege, Leute. Ich überlege, wie ich das angehe. Was machen wir als nächstes? Ganz da hoch zu latschen würde jetzt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. So. Dann machen wir das hier. Das sind tatsächlich auch Trixel. Okay. Let's go. Was soll da schon schief gehen? So, they hike the tree-covered hill above Galadia's shelves, making the final approach. Was this woodland always here, in the middle of the plains, oddly isolated? Crump, stomp, dump, gum. What's my body feeling? Laziness? Tiredness? I'm cold inside. Cold. Should I say something? Vance leading the way.
and it's he who spots the warm glow ahead. Did it with Flicker to life just now, or maybe it only been hidden behind trunks? It's not a wise, quiet place. Wonder why Trixel would gather here. No one expects you to guess why. Anyway, we'll get our chance to find it out. Stop chatting. Looks like a campfire up ahead. Lone traveler or trick? Oh no, this isn't a goad of flame swirls amid these saber rocks, silent, bright, and smokeless. It's not a place to hang your cattle. It's not for anyone's purpose. I wonder why it's not hot. Not hot? It's blistering. I feel it. Ben, you okay? Do you hear stories? Or is that just in my mind that hears them? Ben moves nearer to the spiraling inferno, apparently unscorched. Ben? My blood, my heart, it's beating. I remember one tall story. It's brief, it's for children. In early days, the sky's back was not so stiff. She bent and saw an handsome gray squirrel who'd climbed to the top of a redwood. Ben? You're getting really close. This girl, he chatted to the blittery, how he relished her stars and the autumn wind took comfort when she cast her cloudy hair. He thanked her for letting the sun thread through it like all spirits. He was a flattering rouge. The young sky loved him. Why wouldn't she? So when she watched him plant his forests and watched the trees grow tall where he placed them, the sky tough to impress him by planting her own. A lightning arm she gently lowered and a great tree of scarlet was born. But it was a greedy tree. It grew and grew and grew, so large it consumed the forest the squirrel had planted. And without a time for a word, words took much longer to say in those days, it swallowed the squirrel's body too. So the sky conjured water to wrestle down her tree of flame, and the first rain fell. And ever after she would rain upon the world cautions of the mighty power that burned away the life of her unfortunate squirrel. That's the story I remember, and this place remembers. It's a piece of here, something left behind. What's that mean? Stories of fire, you don't hear them? They leap and lick at my imagination. At this altar once, people would gather and tell them. But they're dead now, those people are dead, the flame somehow endures. Ben, come away, you should be burning. Hurry, you not? Listen, I'm going to let it touch me. Noch eine Transformation. It's just a haunted altar of our way. Mona Lee leaps to intercede or this fire. I can't carry it. It's hard memories myself. Ben reaches into the flame. Ich fasse da einfach mal rein. Was soll da schon schief gehen? But Ben, no! He leans close and lets the fire climb his wrist. Ich glaube, ich werde sowas von verskillt. It's alright, I'll be alright. He stands unharmed in the flames, fire up her arm. Orderly has ants. What then? Yuck! Ben! A sudden mars of fire withers Ben's body. Just as it seems, the willing flames will devour him. Twoosh! They retreat into their coals. Ben stumbles back a few steps. What in? Love, what do you need? Here's my canteen. No, I'm fine. It doesn't hurt, it's just kind of warm. Oh Mann, was bin ich denn bitte für ein Krieger? Actually, being blunt, I feel amazing. I feel full of fire.
closed by a small flitting noise is followed by a drone of several seconds and then a telling silence. Wriggle. Roof. Someone's eager to burn? Figure things out if we survive? Legacy Points gibt's einen dazu. Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? All Foes plus ein Temporary Hit Point. Das ist natürlich blöd und wir kämpfen gegen die Trixel, die, ja, wie soll ich sagen, diese Arthropoden-Drachen, die auch noch, glaube ich, Gedanken manipulieren können. Okay. Ist es jetzt abgestürzt? Ich kann nicht auf OK klicken, Leute. Ich habe Angst. Ich drücke mal Enter. Okay, hat sich nur aufgehangen. Alles klar. Achievement. Thematic Divergence. Okay. Gain Limbs from different themes a single hero. Ja. Super, dass ich dieses Achievement habe. Dadurch kann ich jetzt weder einen Zweihänder haben, noch... Oh Mann. Oh nein, das ist noch mehr Magieschaden. Was bin ich denn für ein Dude? Okay, ich habe mich offiziell verskillt. Ach du Schande. Tja, ich kann es nicht ändern, Leute. Das muss man auch erstmal hinkriegen, sich so zu verskillen. Habt ihr wieder was gelernt? Ein Fehler, den ich mache, den macht ihr später nicht mehr. Ganz einfach. Aha, hallo. Conefire, okay. Der Strike macht was? 8 Schaden und Conefire macht so gut wie gar keinen Schaden. Ich bin nicht mehr gebrauchbar. Tut mir leid. Es ist einfach so. Ich habe es vollkommen verbaselt, ehrlich. Okay. Weg damit, bitte. So ist gut, Kamiya. Hast du gut gemacht. So, Pit finalisiert das Ganze hier. Zwei Türen, okay. Zwei Türen sind hier. Von mir aus. Pit einmal nochmal kurz vor. Okay. Ein paar Insekten lauern mir hier auf. Da wollen wir doch mal diese Libellen besuchen kommen oder was auch immer sie sind. Cone of Fire. Komme ich aber an keinen ran, ne? Das ist cool. Also ich muss halt bei mir die Potency-Werte hochtreiben, ne? Ich bleib mal versetzt. Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich erzähle dir eine Geschichte. Lore Dump. So. Bumm, da haben wir einen Sieg, haben wir richtig wehgetan. Oh yeah, watch this, wird er gerufen. Okay, da könnt ihr den erwischen. Von hier aus kann ich den auch erwischen. Na, da wollen wir mal versuchen, ob wir den vergiftet kriegen. Okay, reicht natürlich nicht. Kriegen wir beide? Nee, nur einen von beiden. Bumm. Weg ist er. Und er... Okay. Witzig. Und durchs Feuer und durchs Gift. Ich weiß gerade nicht so richtig, warum... Was das ausgelöst hat, das Feuer. Aber es ist auch egal. Ich nehme es gerne mit.
Okay, gehen wir jetzt oben rum und schnappen wir uns die von dort oben. Ja, ist, glaube ich, der längere Weg, ne? Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Komm, zurück. Okay. Immer schön die Rasselbande gemütlich in Position begeben. Ich weiß, dass das nicht so mega spannend ist, Leute. Open Door. Oh, der ist gefährlich. Barden sind nicht gut. Okay, das ist eine ganze Rasselbande hier. Alles klar. Pancake neigt leicht zum Übertreiben jetzt. Guardian, bitte. Macht mir jetzt bloß kein Bullshit. Okay, den habe ich so zugequatscht, dass er mit voller Spannung nicht mehr weiterfliegt und hört der Lausch der aufregenden Geschichte von mir. Naja, klar blockst du den Firelash, klar. Warum auch nicht? Ach, da lauert noch ein Task. Na toll. Ja, bin ich trotzdem ein bisschen vorsichtig jetzt. Na also. Ich muss wieder Pit kommen und uns da rausholen. Ne? Die Rentnertruppe wird sich auch schon beschwert, dass ich Leute in dem Alter noch in den Kampfeinsatz an die Figuren schicke. Aber die möchten das. Das ist eine Herausforderung, die sie sich gerne stellen, Leute. So. Nee. Na, die stellen sich aber ganz schön gut hin immer irgendwie, habe ich das Gefühl mittlerweile. Die KI. Muss ich wirklich sagen. Ich würde sagen schon, dass mir das gefällt, wenn es nicht meine Gegner wären. Okay, der macht gar nichts. Nochmal damit ein Withdrawer, das brauchst du nicht. Wem kann ich noch zuquatschen? Ja, komm. Quatschen wir ihn zu Tode. So. Der Sieg da unten. Ich glaube, der möchte auch nochmal einen Besuch von Pit haben. Ja, Pit regelt einfach. Pit regelt einfach immer. Breites Splinterblatt. Ja. Muss ich noch einen Gegenangriff in Kauf nehmen. Ganz toll. Bumm. Tschüss, Gift mal wieder. Und dann, ja, wow. Ja, genau. Okay, alles klar. So, wer darf diesen Kill machen? Ich möchte das so. Jawohl, Magier im Nahkampf testen. Zerquetschen von Käfern. Wow, es gab natürlich keine Level ab. Gut, dass ich die Level 1 mitgenommen habe. So, Earthshell Necklace, Block 5. Mein schönes Paw Patrol Schild, einfach Müll jetzt. Block 5. Ja, kam ja. Nimm das bitte. Claim. Da freut sie sich. The dust settles, the air smells. Was? Acrid and burnt. You can't control that thing, I hope. Disarm? Yeah, I. Der hat heiße Finger, der Ben. Can you talk for a second, Ben? Sorry, if it's intrusive, but I feel like we need to understand. Alright, so I really did hear something, right? Whatever presence was there in the altar of the flames, it spoke in me more than to me, like the chores of my primal ancestry. I heard them
of her stories to the altar, Quan of the Summer, the Queen of the Embers, the Sun Thief, and the Empire of Ashes, or softer stories like that little yarn about the sky and Tree of Fire. I heard them, the Flame Keeper's people who drove their herds and built their shelters here, who poured out the mysteries by this altar they've most carved, and you likely won't understand, but I found something I was missing before. That's kind of just what it is. You've already made this decision, so what can I say now? At least I'll be able to look out in the night and see where you've wandered off to. I want to tell you, love, it's okay. I must be able to control it. I learn how, and I'll all be okay. You're not going to tell me off, are you? You've got to do your own thing, I get that. Ja, das ist so ein bisschen sturer Bock, Ben, ist der Ben. So, ja toll. Ja, mach als mehr Schaden drauf. Gut, die Trixel sind jetzt nicht am besten ausgestattet in der Bude, aber okay. So, den Altar können wir aufbauen. Oder ein Item finden, Entschuldigung, dann tu das bitte schnell noch. Okay, die Incursion wurde besiegt. Hier könnten wir eigentlich aber auch noch zwei Typen dazu nehmen. Krieger, okay, die Hauptgruppe ist das. Da könnten wir, wen können wir denn da noch leveln? Dann nehmen wir mal Kamia und Tina mit. Ja, warte bitte weiter. Was haben wir hier? Motagi? Truff. Ja, dann ist er mit seiner Tochter mal wieder unterwegs. Ist auch ganz schön. Oh, wie schön. Schaut euch das mal an. Aha. Neblig. Schlosch. Das ist schon wieder dieser riesige Baum. Blasch. Schlisch. Oh, jetzt geht die Geschichte vielleicht weiter, oder? Sie kriegt auch noch was damit. Ah, cool. An ancient and immense grove source at the heart of the Amber Frog Firs. Great Sequoias shoulder up the towering redwoods. Thick grown cedars mop their knees. Was ein Englisch. The moon passes more loudly than this giant. Swoosh. I remember it well. Cool, die Geschichte geht weiter. Jetzt erlebt er sie auch noch mit seiner Tochter. Das ist ja voll interessant. They spotted it that morning. The apparition is familiar to Rabbi and to others through his stories of that night. Rare feeling I've got that this new thing seems alike to me. When you were speaking, heard the locals call him Lord Evergreen. They move into the flowing fort. Forward quietly, you two. Tina ist sehr antreiberisch. The earth holds its breath. Dampness heaviest. The eyelids darkens their hair. Oh, ich bin ganz aufgeregt, wie das weitergeht. Smears of silver shine of trunks, roots and stones. They stumble and feel a pass over the rocks and wrecks, chasing the giant through its noise-barren world. Mist will completely opaque in a second. Oh, I think it's stopped? It has stopped. Think he's aware of us? Now it turns about, something finding space, high and mostly hidden in haze. Its face must hang above them. Are you in trouble? With bending bark sounds, jerky hips, folding legs, it gently lowers itself, fitting his bulk to a tract of treeless ground. Planto Eater Gigant. Wow, was kommt da für eine interessante Lebensform? An unspoken question, and it wants an answer. They're caught in its eyeless gaze, and a silence that grows and twists. Grotesquely long, it could crush them. That fact is certain, as the soil. Stomachs harden, innards clench, muscles coil. Oh, es ist cool. Nein!
Attempt to communicate, 30%. Snatch a twig from his mane, dodge instant. Then Kamiya gives away her heart. Oder go with them. Nein, der Cone bleibt bei mir. Nur weil das jetzt Mami ist? Nein, 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 nein. Ich bin aber Papi, ich habe ja aufgepasst auf den Kleinen. Also 30-40% ist zu wenig und ich werde ganz bestimmt mit dieser Lebensform nicht irgendwas abschneiden. So, zu kommunizieren funktioniert einfach nicht, ja, wie die Sprache ist. Und von einem Blantoiden, da brauchen wir gar nichts. Denn Kamiya gives away her heart. Das ist ja nicht was Aggressives, das ist ja was Nettes. It comes to her in a rush of knowing the way long faded memories sometimes surge into focus, standing with the forest lord's foggy silence, Kamiya knows. Quick, but the weight of a thing considered all her life, the resolve set in her. Her whispered words barely moved the mist, forcelessly yielded. Callous I've been called, forbidding, aloof. I've never belonged anywhere, but I know I could walk beside you. In your name, I could fight. I'd do it with a smile. Kamiya, you alright? You're getting pretty close to it. It's okay. The mist thickens round them all, spirals tight as a white spooling yarn. Wood smells and the bright tang of sap surrounds them. Then the white air fades. The giant rises on groaning legs. Ah, oh, es ist cool gemacht, ey. And commences its long march away. Kamiya, there's a... He wrapped you in something? My voice. Kamiya's voice resounds newly rich. A warm swirl of melodious wind to wrap lonesome fears. You think I loved my mind, don't you? It's only my heart, and I only really put it where it belongs. Turn around, let's be going. I'll have a long time to work in this world, and it begins with you. Conquite accompanies them world ward. For some reason, Kamiya seems fine, better than fine. Years won't touch her. Battle awaits. Okay, Mortagi sind ja plötzlich in dieser wunderschönen Gegend. Ein Fire Spirit, wohin willst du, kleiner Fire Spirit? Komm zurück. Okay. Okay. Noch steht's nicht da, vielleicht kommt es noch. One Action Mistfall. Once. Ah, da steht schon was. Da ist schon eine Veränderung. Aha, okay. Und sie hat diese. Seht ihr, diese Robe hat sie jetzt an? Sehr schön. Once per combat, Kamiya swirls her cloak and becomes instantly hidden. Cool. Disappearing into Grapeline in a cloud of catter-smelling mist. Ah, sie kann sich jetzt so einnebeln. Interessant. Und vielleicht kriegt sie auch noch ein anderes Retirement Age. Was natürlich auch ziemlich nice wäre. Okay, dann erstmal hier ran an die Tür. Was für eine interessante, leider halt auch etwas lange Story. Ich weiß, Leute, ne, dass die Geschichten da manchmal sehr lange sind in dem Spiel. Nichtsdestotrotz finde ich sie mega geil. Ja. Es gibt auch dem Ganzen halt eine ganz besondere Art von Leben ein. Und das finde ich halt mega geil. So, dann wollen wir mal gegen die Mortagi kämpfen. Naja, okay. Ich glaube nicht, dass ich diese Waffe noch mit Feuermagie verändern darf. Ne? Ich glaube, dass die ein Artefakt ist und dann darf ich das nicht mehr machen. Ne? Tier 3 Great Axe Artifact, damit kann ich nichts tun. Okay, ein bisschen Gegner haben wir hier. Das habe ich wieder mal komplett verkackt. Da darf ich das Nieten ja gar nicht machen. Oh, Pancake. Also der Weltling, der muss auf jeden Fall weg. Da gibt es gar keine Frage. Sie hat eine Aktion zurückbekommen. Na toll. Die hat ja nichts bis gar nichts gebracht. Dann machen wir hier mal einen Flankenangriff.
So will ich schon zu dem Fire Spirit. Ja, komm. Werde ich bereuen. Ich kann den so cool machen. Ich gebe dem jetzt sogar noch so Feuerspeer. Das ist so geil. Das ist so unnötig, aber es ist so geil. Jawohl, weil er hat so schöne Feuerwaffen, Leute. Das möchte ich machen. Ja. Das ist kein guter Dusk Spindle. Den nehme ich gerne. So. War eine mega Fehlentscheidung. So. Warum tust du es dann? Ja, weil ich es kann, Leute. Weil ich es kann. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl, Leute. Ich habe ein richtig mieses Gefühl. 2 Schaden bloß. Oh, 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 oh. Okay, der hat nur ein Armor geschreddert. Das ist okay. Autsch. Ah, Mist. Nicht gut. Oh, noch so ein blöder Schrank. Okay, Mystikus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wie mache ich das? Okay. Harris. Attacke. Whirl. Attacke. Nein, nicht verfehlen. Mist, echt, ey. Ella, komm schon. Wie ich da diese Oma nochmal antreibe, ne? Zack. Lieb. Und Attacke. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Ah nee, das stimmt ja, da komme ich ja... Also eins steht fest, ich kann nicht gegen die da alle kämpfen, das geht nicht. Das geht natürlich nicht. So, dann swappen wir die Weapon und schieß auf den. Ein bisschen Schaden müssen wir machen. Dann schieß nochmal auf ihn. Oh Mann, meine zweiten Aktionen bringen mir halt gerade gar nichts, ja? Das ist halt ein bisschen grrr. Kommst du da irgendwie an was Gescheites dran? Leider natürlich nicht. Wenn ich Heroism jetzt mit dir anschmeiße, dann komme ich mit dir hier hin, ne? Ja. Dann könnte ich... Interviews mal mit... Ich glaube, ich shackle den tatsächlich. Also ich kriege den jetzt, wenn ich so viel machen kann. Okay. Genau deshalb. Ah, gut. Hätte schlimmer kommen können. Okay. Der Butler. Ella darf jetzt auch nicht mehr zu weit sich vorwagen. Also in die andere Richtung, wo die restlichen Gegner sind. 13 Schaden, das ist recht nett. Aber das reicht natürlich nicht. Kamia. Danke. So. Zusatzaktion. Da stehen aber gerade alle im Weg. Okay, soweit hast du dein Konstrukt hingeschickt, dann halten wir die mal auf. Es wird schwieriger, das Spiel. Und es ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ich muss halt höllisch aufpassen, ne? Ein paar Fehler und ich bereue das ganz, 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 ganz arg.
So, sehr geil. Hat sich ausgebreitet instant. Das war sehr nett. So, sie hat eigentlich schon wieder zu viele Sachen, mit denen sie interviewst. Im Interviewen, da bin ich echt kein König hier. So, jetzt kannst du ein Stück weiter zurück. Ja, schon schaffbar, das Level, ne? So ist es nicht, ja, aber man sieht es halt, oder man sieht so eine gewisse Tendenz manchmal, wohin das auch noch führen kann. Der Firelash, bitte. Das darf doch, was ist in diesem Kampf los? Okay. Der nutze ich halt das Gelände. Aber dieser blöde Schrank, zu dem muss ich halt auch noch irgendwie kommen. Okay, der kann da durch. Oh Mann, ey. Ja, war aber auch irgendwie logisch. Interessant gemacht, interessant gemacht. Schwierig durchzukommen. Ja, habe ich jetzt den... Hä? Ich dachte, die läuft anders. Bin Cake. Erwischt. Jeder tote Gegner ist ein guter Gegner. Oh, nett. Die Bonelands, die kann ich jetzt echt gut gebrauchen. Ja. Die war super. Wieso habe ich das Gefühl, dass es mir jetzt gleich wieder nichts bringt? Das bringt mir tatsächlich fast gar nichts. Dann Silks, der wäre mal lieber in eine bessere Position. Oh, fängt das Viech an zu nerven. Ja, muss da weg. Dann stellen wir dich mal da hinten in die Ecke rein. Mhm. Ich könnte mich tarnen als beiläufige Aktion. Ja, machen wir mal. Und dann move wir mal weiter. Okay. Tina? Mir hat es mit der Wardrobe jetzt gereicht. Netter Abraller. Ja, genau, deswegen habe ich gerade so gerrrt. Ja, ist klar. Ja, alles klar, ziehen wir nochmal Leben ab, komm. Spiel, danke. Ich hab's verdient. Sind da etwa noch Gegner? Ach, wie schön. Wir kommen hier nirgends mehr durch. Die sind wahrscheinlich alle in dem Raum. Und dieser Raum ist nur von der einen Seite zugänglich. Ja, alles klar. Dann...
Nee, lass es kommen. Kurz Feuer ausgegangen, sehr nice. Ach, dann ran an die Tür, komm schon. Man merkt, also man spürt es halt, wenn man nicht seine Lieblingsgruppe spielt, die man am besten kennt, da. Ja, da wackelt man ein bisschen in dem Spiel. Ich sag jetzt nicht, dass ich wegen diesem einen Viech hier noch so rumparken muss. Ah, ne, es sind zwei Viecher. Okay, immerhin. Kann ich mich ja nicht beschweren. Okay, ja, und dann Ella einfach mal in die Todesfalle geschickt, wie immer. Gut, der Sommelier ist schon mal weg. Zusatzaktion für sie. Was haben wir denn da noch? Ach, dieses Zeug habe ich hier. Bleipreußen. Nee, nee, nee. Ich will das jetzt nicht vergiften. Ich habe ganz vergessen, dass ich die noch habe. Gebe ich jetzt einfach mal zu. Ja, mal einfach Guardian, falls es sich doch da hinten raus bewegt, der Freak. Was haben wir hier Schönes? Dann wollen wir den doch mal ein bisschen erhitzen. Ein bisschen zu heiß, hm? Ja, ist ein bisschen zu heiß. Einmal eingeschmolzen. Wo soll denn da noch ein Gegner sein? Ach, da unten steht noch einer. Damn. Okay. Hat jetzt eh keinen Bock mehr drauf gehabt, wie ich ihn voll übersehen habe, Leute. Ach ja, aber immerhin kam ja und Iggy konnte ich jetzt endlich aufleveln. Das ist ganz wichtig. Ja, Paladin ist mächtig. Okay. Once per combat as a swift action, Kamiya frightens the enemy, forcing them to spend their next turn running away. Ja, das ist auch geil. Kann ich einen Gegner für eine Runde aussetzen lassen? Ich denke mal, Paladin werde ich immer wieder vergessen, aber da könnte ich sie mobiler einsetzen. Sundering Challenge kann aber so ein richtiger Game Changer sein. Ich glaube, sie macht Angst. Ekibio ist noch ein Bloodhound Hunter. Und was kann der machen? Heroism wäre auch geil. Er könnte auch Gift werfen. Aber Gift haben wir ja schon. Piercing Shots, Ranged Attacks, Red One Armor. Das ist auch nicht schlecht. Flash Cone. Was ist das? Once per combat, Eki throws a Flash Cone that blinds. Nein. Heroism. Zusatzaktion. So, wir haben nochmal Warding. Schutz vor magischen Attacken mal, dass ich mir das nicht merken kann. Nach so langer Zeit. Schutz vor magischen Attacken. Ich gucke mir jetzt einfach die Werte an. Kriegt Iki, geht dann nämlich genau auf 2 hoch. I just realized something. You told me about Motagi when I was young. Made for some unconventional bedtime stories, come to think of it. But you didn't tell me about those. Well, there was that big old marble wardrobe in your room and... And? I didn't want you hacking it up the first night in the cars in Aaron Shadow. That thing was an heirloom. It was probably the right call. Oh Mann, ey. Noch mehr Leben für die. Ja, ja, okay. Von mir aus. Uff, ich guck mal gerade auf die Uhr. Da habe ich euch eine lange Folge gemacht, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, komm. Alles weiter. So. Ignot und 2 Spell Threats, das gefällt mir sehr gut. Und ein Sunsetter Brooch, Stunt Chance wird um 6 Punkte erhöht.
immer gut für einen, der eh schon eine magische Waffe hat, die Aktion zurückbringt, wie zum Beispiel bei Kamiya. Auf 27 geht die dann hoch. Oh ja, das sieht mega cool aus mit den zwei roten Boppeln. Okay, cool. Hat was. Uff, Leute, ich muss viel nachdenken. Wir haben da oben noch einen Teil, das wir überhaupt nicht besetzen. Ich muss halt aufpassen. Ich kann eigentlich Ella nicht mehr wirklich gut einsetzen, weil... Ja, die retired dann am Schluss. Das heißt, mit ihr, ja, brauche ich eigentlich nicht mehr leveln. Die müsste eigentlich jetzt so andere Dinge machen, aber sie ist halt auch so mächtig. Ja, das ist halt das. Ich will mir gerade ein paar Sachen hier noch angucken, Leute. Das ist mir jetzt gerade wichtig. Entschuldigt bitte. Combat Heroism muss man halt auch manchmal sein, dass man so ein bisschen Sachen nachschaut. Ja, der mag die Ella überhaupt nicht. Okay. Da wollte ich nämlich nochmal reinschauen. Bei Rabbi. Okay, da kann man nichts customizen. Da gibt es auch nichts mehr Spezielles. Dann wollte ich mal kurz gucken. Da ist sie doch. Nee, dann lasse ich das dann. Dann ist alles cool. Nein, ich wollte einfach nur was reinschauen. Es gibt manchmal Sachen, da kann man Skins ändern oder sowas. Das kommt aber eigentlich auch als Meldung. Das hatte ich auch noch nicht und so weiter. Was? Retirement Age 45? Fealty of the Forest Lord. Nein, wie gemein. Ach, sie will ihm dann tatsächlich, aber gut, soll sie machen, weil wir haben dann eh nur noch ein Kapitel, von daher ist es okay. Sie will Wache von dem großen, Plantoiden-Lebensform spielen, soll sie machen, die Kamiya. Echt cool. Ich kenne die Kamiya persönlich tatsächlich, also gibt es auch in echt die Frau. Also cooler hätte es für sie eigentlich fast nicht sein dürfen. Also das ist schon mega geil, das ist der absolute, ihr absoluter Fantasy-Charakter. Habe ich auch letztens gesagt, findet sich selbst cool hier in dem Spiel. Finde ich sehr geil, dass auch die eine oder andere Frau mal ab und zu bei mir in die Folgen reinschaut. Ja, okay, alles klar, ein bisschen verpeilt jetzt gegen Schluss hin oder als allgemein die Folge. Man mag es mir verzeihen. Natürlich, wenn es euch trotzdem gefallen hat, wäre es ziemlich nice, wenn ihr einen Daumen hoch macht. Und noch viel geiler finde ich es, wenn ihr natürlich meinen Kanal abonniert. Ich beiß auch nicht, versprochen. Auch wenn ich ein kleiner Dino im Symbol, also einen kleinen Dino als Symbol habe. So, ich habe fertig. Dankeschön. Bis zum nächsten Video. Euer Bencake28. Ciao, ciao.